Vorher aber begrüßen wir unseren Top-Gast vom VfB Stuttgart, der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Herr Hitzlsperger. Guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Danke. Ja. Herr Hitzlsperger, am vergangenen Wochenende gegen Freiburg mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Heute der erste Sieg seit dem Aufstieg, Spiel gedreht. Wie viel Druck ist damit gleich mal von der Mannschaft genommen? Es war ein bisschen Druck drauf, aber ich muss sagen, gegen Freiburg hat die Mannschaft gut gespielt, aber noch zu viele Fehler gemacht. Und heute hat man sehr viel Gutes wiedergesehen, Fehler abgestellt und sich selber belohnt. Ich hatte viel Spaß heute Nachmittag in Mainz. Das kann ich ehrlicherweise sagen. Ich bin der Mannschaft dankbar, dass sie mir so einen schönen Abend hier bereitet haben. Die Mainzer weniger, aber darauf kommen wir später noch. Im Abendspiel, Herr Hitzlsperger, standen zwei Mannschaften, die standen auch gehörig unter Druck, Bremen und Schalke. Und dann kam bei Schalke noch die Nachricht, dass ein Spieler sehr wahrscheinlich Harit wegen Corona ausfällt. Das ist aber ja, was das die ganze Liga momentan betrifft. Es wird getestet. Wie sehr halten Sie die Luft an, wenn die Ergebnisse kommen? Immer noch ein bisschen. Bei uns läuft es sehr, sehr, sehr gut, muss man ehrlich sagen. Die ganze Vorgehensweise ist sehr professionell gemanagt und wir sind auch sehr gut bisher durchgekommen. Und trotzdem müssen wir die Spieler daran erinnern. Sie haben eine große Verantwortung, sie müssen aufpassen, denn jeder positive Fall kann wieder für Unruhe sorgen. Aber auch da möchte ich ein Kompliment machen an alle Spieler. Bisher haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Wir haben Thomas Hitzlsperger hier als quasi neutralen Beobachter. Was passiert da jetzt auf Schalke? Was macht man, wenn einen einfach alles überrollt? Also ganz neutral bin ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie es Jochen Schneider geht, weil ich in einer ähnlichen Position bin, solche Dinge auch schon erlebt habe. Und das ist für alle Beteiligten eigentlich das schlimmste Szenario. Täglich wird diskutiert, wie geht man mit dem Trainer um, welche Entscheidung hat man zu treffen. Also ich beneide niemandem in der Situation. Für Schalke 04, die ja schon seit längerer Zeit in der Kritik stehen, es ist enorm belastend. Also ich finde es echt extrem bitter und daher nachvollziehbar, dass Jochen heute nichts sagt. Unter Ihnen sind ja auch schon drei Trainer gegangen. Seit April 2019 erst Markus Weinzierl, dann Nico Willig und Tim Walter. Wann merkt man denn, dass es mit einem Trainer nicht weitergeht? Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich würde Nico Willig jetzt mal ausklammern, weil es immer klar war, wir haben uns darauf geeinigt, dass er nur bis zum Ende der Saison das Amt übernimmt. Aber es gab zwei Trainerentlassungen, das ist richtig. Und eben, es ist so, es gibt kein Patentrezept, wie man damit umgeht. Die Fragen der Journalisten sind oft die gleichen und es ist immer schwer, eine gute Antwort zu finden. Daher ist man gut beraten, gleich im Vorfeld eventuelle Konflikte auszuräumen, anzusprechen, frühzeitig Dinge zu klären und nichts in sich reinfressen. Das praktizieren wir gerade, funktioniert gut, aber ich weiß, es kommen auch wieder schwierige Zeiten und nochmal, es ist wahrscheinlich der schwierigste Part in einem Job von einem Sportdirektor, Sportchef, aber auch für Trainer. Aber was glauben Sie, bleibt David Wagner Trainer auf Schalke? Ich kann es nicht sagen, ich möchte es auch gar nicht bewerten. Ich habe gesagt, ich bin froh, dass wir gerade in einer Situation sind, wo wir diese Diskussion nicht haben und kann alles nachempfinden und gönne es niemandem. Thomas, Sie haben heute in Mainz gespielt. Die Mainzer haben die Woche ordentlich Schlagzeilen geliefert mit einem Trainingsboykott am Mittwoch. Sowas gab es noch nie in der Liga. Und die Interpretationen darüber, was dazu letztlich geführt hat, die gehen relativ weit auseinander. Aber dennoch, der Sportdirektor und der Trainer wirken doch deutlich angeschlagen. Mal ganz grundsätzlich gefragt, ein größeres Alarmzeichen gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Es war uns nicht ganz unrecht, dass es passiert ist in Mainz in der Woche. Es ist auch klar, man spekuliert dann, setzt es neue Kräfte frei, will die Mannschaft dann doch nochmal ein Zeichen setzen am Wochenende. Heute hat man aber auch gespürt, dass die Woche, dass sie stark belastet in das Spiel gegangen sind. Ich möchte dann aber nicht zu viel über Mainz sprechen. Ich weiß, es ist ein wichtiges Thema, aber ich möchte auch die Zeit nutzen, zu sagen, dass unsere Mannschaft heute sehr, sehr gut Fußball gespielt hat und die Probleme deutlich verschärft hat. Das dürfen Sie gleich noch sagen. Vorher dürfen Sie mir aber aus Sicht des VfB sagen, woran Sie gemerkt haben, dass das große Unruhe ist. Nur auf dem Platz oder hat sich das irgendwie vermittelt? Ja, gleich zu Beginn haben wir das Spiel ganz klar dominiert, aber es waren so Fehlpässe. Wenn ich mir die Mainzer Mannschaft anschaue, da sind da wirklich gute Fußballer drin, aber die haben sich teilweise Fehlpässe geleistet, mal einen Einwurf, der nicht geklappt hat und viel zu viele von diesen Kleinigkeiten, die in der Summe einfach dann schon darauf hindeuten, dass es nicht sehr, sehr gut funktioniert momentan. Das war meine Interpretation, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen unfair mit so viel Abstand, das dann sozusagen. Wissen Sie, Thomas Hitzlsperger, wie lange der letzte Sieg der Stuttgarter in Mainz her ist? 15 Jahre. Richtig. Wissen Sie das Datum auch noch? 7. Oktober 2005. Nein, 17.09.2005. Das Spiel endete 2:1 und auf dem Platz stand ein gewisser Thomas Hitzlsperger. Mir hat jemand die Kickernote gesagt. Sagen Sie es. Nee, interessiert keinen mehr. Sag ich. Ja.
Darf ich sagen? Ja, okay. Eine 4, was war denn da los? Kickernote 4. Ja, aber wir haben trotzdem gewonnen. Das ist in Ordnung. Eben, das ist die Hauptsache. Steht ja überall. Das Siegtor übrigens damals, geschoss ein gewisser... Nein, Gomez. Mario Gomez, der war 20 Jahre alt. Und heute haben auch wieder die ganz jungen Spieler getroffen. Mhm. Unter anderem war man Gituka zum 1:1. Der ist 20 Jahre alt, der junge Mann. Und wir sehen auch gleich noch Klimowicz zum 3:1. Der ist auch 20 Jahre alt. Was unter anderem daran liegt, dass sie eine wahnsinnig junge Mannschaft haben, Thomas Hitzlsperger. Ein bisschen naiv, aber erkennbar begabt. Das war ein Urteil nach dem Spiel gegen Freiburg. Trifft es das eigentlich ganz gut? Ja, ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt plötzlich so viele junge Spieler haben. Das ist die klare Strategie. Ich habe mit Sven Mislintat da auch viel drüber gesprochen. Und wir wussten auch, dass es Diskussionen geben wird bei Spielen, die wir verlieren werden, ob nicht etwa die Erfahrung fehlt. Aber es war diese Entscheidung. Wir wollen junge, hungrige Spieler, die talentiert sind. Und es hat sich bestätigt in den zwei Spielen gegen Freiburg und jetzt, dass wir wirklich ansehnlichen Fußball zeigen, dass es gut ist, aber auch sehr schnell lernen müssen, worauf es am Ende ankommt. Gut zu verteidigen und die Chancen, die wir haben, zu nutzen. Weil Freiburg hat uns gezeigt, worum es hier geht. Freiburg hatte vielleicht weniger Anteil am Spiel, aber sie haben einfach die Chancen, die sie hatten, genutzt. Und da mussten wir schnell lernen. Heute war es so, aber wir werden noch Probleme kriegen und müssen da auch schnell wieder lernen. Sie hatten gegen Freiburg die jüngste Mannschaft im ersten Spieltag überhaupt auf dem Platz. 25,1 Jahre. Die Hälfte ihres Kaders, 24 Mann, hat Erstliga-Erfahrung. Die andere Hälfte überraschenderweise dann keine. Ist es eine gute Mischung? Ja, vor allen Dingen der Schwerpunkt bei den jungen Spielern, weil wir immer auch gesagt haben, Erfahrung ist kein Qualitätskriterium, sondern das ist was wir wollen, ist diese Spieler, in denen wir viel Potenzial sehen. Aber wir brauchen auch ein großes, gutes Trainerteam, das diese Spieler besser macht und das lernfähig und lernwillig ist. Und weniger diese Balance immer zu suchen, wie viele erfahrene Spieler braucht man oder wie müssen die älter als 5, 6, 27 sein. Nein, jedes Talent, das wir so betrachten, das kann auch 17, 18 oder 19 sein, weil wir den festen Glauben haben, dass wir im Team diese Spieler besser machen. Und damit fahren wir jetzt gut, aber wir haben erst den zweiten Spieltag. Richtig. Sie haben gesagt, ein Abstieg gibt dir die Chance, Veränderungen durchzuführen. Wie ging das trotz Corona und natürlich all seinen Konsequenzen? Na, wir sind in dieser Corona-Phase aufgestiegen und das war schwer genug, weil wir natürlich Favorit waren für den Aufstieg, haben uns schwer getan in der gesamten Zweitligasaison. Auch da aber stand ja lange nicht fest. Sie mussten ja lange zweigleisig planen für die erste Liga. Genau so ist es. Und das ist was uns in VfB Stuttgart, der natürlich auch diese Ansprüche hat, sofort wieder aufzusteigen, auch Spieler im Kader, die viel verdienen, also eine ganz andere Möglichkeit hat als andere Clubs, aber die Erwartungshaltung zu Recht da ist. Und mit der mussten wir zurechtkommen. Und ich finde, wir haben es am Ende auch gut hinbekommen. Wir haben die Ruhe bewahrt. Wir haben mit dem HSV bis zuletzt um den Platz 2 auch gekämpft. Arminia Bielefeld ist verdient als Erster aufgestiegen. Und das hat uns ausgezeichnet. Da hatten wir auch schon Schwierigkeiten. Ich denke, die hat uns mehr zusammengebracht. Sven Mislintat, Rino Matarazzo und auch mich. Schwierige Phasen in der zweiten Liga zu überstehen, um vielleicht besser gewappnet zu sein, wenn es wieder auf uns zukommt. Für Sie sind das natürlich jetzt auch aufregende Zeiten. Und Alex Kramer stellt uns jetzt also mal den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart vor. Und in seinem Beitrag kommt auch ein Mann zu Wort, der Sie noch gar nicht so lange kennt, seit Anfang 2019 nämlich, der Sie aber trotzdem schon sehr schätzt. Thomas Hitzlsperger, 38 Jahre alt, in München geboren, ein Mann mit vielen Facetten. Der Fußballprofi, Nationalspieler, Nebendarsteller beim Sommermärchen. Vize-Europameister 2008 als Stammkraft, deutscher Meister mit dem VfB und England-Legionär. Thomas hat am Ende eine Bilderbuchkarriere gemacht. Brutale linke Klebe. So wie hier. Nach einer Ecke von Pardo greift Hitzlsperger in seine Spezialitätenkiste und beweist wieder, warum man ihn während seiner Profizeit in England The Hammer getauft hat. Sicherlich ein sehr guter Mittelfeldspieler, extreme Technik. Bisschen langsam, Thomas, du verzeihst mir das, ein bisschen härter im Infight hättest du auch sein dürfen. Der Tabubrecher. Als erster prominenter deutscher Fußballprofi spricht er über seine Homosexualität. Es gibt große Zustimmung, aber bis heute kaum Nachahmer. Der Vorkämpfer für Toleranz und gegen Rassismus. Sein großes ehrenamtliches Engagement wird am 1. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz belohnt. Höchste Auszeichnung des Landes eben für Themen, in denen Thomas unheimlich aktiv war, schon als junger Profi und als Profi sozial-, gesellschafts-, bildungspolitisch unterwegs. Absolute Vorbildfunktion. Der Analytiker.
Bei ZDF und ARD als Experte im Einsatz, meinungsstark, redegewandt, authentisch. Der Verantwortliche. Seit gut anderthalb Jahren hat er beim VfB Stuttgart das Sagen. Erst Ab-, dann Aufstieg. Ein Macher, der viel Wert auf das Miteinander legt. Wenn man so ein Projekt übernimmt, wo man weiß, dass Krise kommen kann, ist wichtig, dass eine persönliche Ebene da ist, die gut ist und man sich vertrauen kann. Thomas Hitzlsperger, unser Studiogast. Ein Mann mit vielen Facetten. Und ein Mann, der mit 38 Jahren auch der jüngste Vorstandsvorsitzende aktuell in der Fußball-Bundesliga ist. Ihr Sportdirektor Sven Mislintat, den wir eben gesehen haben, der ist 47. Das ist jetzt auch nicht so alt, aber natürlich bringt er eine irre Erfahrung mit. Der war Scout beim BVB, der war in Arsenal. Braucht es am Ende vielleicht doch diesen einen mindestens im Team mit dieser Erfahrung? Ja, mir war sehr schnell klar als Sportvorstand, der ich Februar 2019 geworden bin, dass mir was fehlt, dieses Netzwerk, die Fähigkeiten, Kader zu planen. Wir waren im Abstiegskampf in der ersten Liga und ich wusste, ich brauche diese Fähigkeit. Und ich habe dann sehr schnell mit Sven gesprochen. Er war dann weg aus Arsenal. Und ich war beeindruckt. Ich dachte genau, das ist die Qualität, die ich haben will beim VfB Stuttgart. Wir können uns ergänzen. Und ich konnte ihn überzeugen von dem Projekt, wie man immer so schön sagt. Er liebt Fußball, er weiß, wie groß der VfB Stuttgart war und wieder werden kann. Und er wollte Teil von dem werden. Und er wollte es auch mit mir machen. Und ich bin echt glücklich, wie wir es bisher hinbekommen haben. Weil es jetzt nicht jeden Tag eitel Sonnenschein war, sondern es war auch ein Kampf und es wird es auch bleiben. Aber er hat gesagt, diese Ebene, die menschliche Ebene, die passt. Und daher bin ich froh, dass er das einbringt, was ich nicht einbringen konnte. Wie groß der Fußball war, ist ein gutes Stichwort, denn man glaubt ja gar nicht, wie viele heutige Nationalspieler beim VfB Stuttgart angefangen haben. Timo Werner, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, auch Joshua Kimmich. Seit einigen Jahren hat man das Gefühl, da kommt gar nicht mehr so wahnsinnig viel nach. Gibt es aktuell im Kader einen, dem Sie den ganz großen Wurf zutrauen? Ja, wir haben es vorher gesagt, wir haben sehr viele junge Spieler, die vielleicht nicht in der deutschen Nationalmannschaft zum Zuge kommen könnten, aber auch in anderen Ländern, das ist auch viel wert. Und wir haben jetzt einen Nachwuchsspieler, Lilian Eckloff, unter Vertrag genommen, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, der momentan verletzt ist. Dem trauen wir was zu, aber ich will auch gar nicht zu weit vorpreschen. Ja, das kann auch eine Bürde sein, dass man so viele Spieler früher ausgebildet hat und aktuell man draufschaut und diese Vielzahl nicht da ist. Aber die Konkurrenzsituation hat sich verändert. Und man muss sagen, als die Jungs bei uns im Nachwuchs waren, war Hoffenheim nicht so stark, war Freiburg nicht so attraktiv, hat Bayern München, Leipzig und all die Clubs nicht bei uns in der Region die Spieler schon auch abgeworben. Was wir mittlerweile auch tun. Aber in dieser Zeit wollten die Jungs beim VfB Profi werden und wurden da ausgebildet. Und heute ist die Konkurrenzsituation anders. Wir wissen aber, dass wir besser werden müssen und tun das auch. Wir haben vorhin schon ganz kurz das Thema Kontinuität angesprochen, auch beim Trainer. Christian Streich ist seit fast 9 Jahren Trainer in Freiburg. Er ist damit der dienstälteste Trainer. Wer ist auf Platz 2? Kohfeldt. Sie wissen alles. Das ist erschütternd. Ja, das ist richtig. Florian Kohfeldt, der ist noch nicht mal seit 3 Jahren Trainer in Bremen. Was sagt uns das, wenn man bei noch nicht einmal 3 Jahren für die Kontinuität eigentlich schon gefeiert wird? Ich bin nicht überrascht. Ich meine, wir reden oft über das Geschäft, die Entwicklungen und die Ausmaße, die es auch genommen hat. So ist es nun mal. Alle, die freiwillig daran teilnehmen, wissen darum. Sie wissen, dass sie in so Situationen kommen können. Mir geht es nicht anders. Ich habe freiwillig diesen Job mir ausgesucht oder wurde vom Aufsichtsrat auch für diese Stelle ernannt. Aber ich weiß, was passieren kann. Und es ist manchmal extrem unangenehm, aber es gehört auch dazu. Und diese Wechsel, ob ein Trainer 1, 2, 3 Jahre bleibt, das ist eher die Regel als 9 Jahre in Freiburg, weil Freiburg eine Ausnahme ist. Eine schöne Ausnahme für die Freiburger Fans, aber wir dürfen uns mit Freiburg nicht vergleichen. Allerdings habe ich höchsten Respekt vor der Leistung, die sie dort immer erbringen. Die komplette Liste übrigens mit den Trainern finden Sie auf unserem Instagram-Kanal @zdfsport. Diese und andere spannende Grafiken können Sie übrigens auch gerne abonnieren, da sind tolle Geschichten dabei. Sie haben auf jeden Fall schon gesagt, wir wollen mit Pellegrino Matarazzo gemeinsam einen sehr langen Weg gehen. Das ist ja nun ein sehr dehnbarer Begriff. Was heißt denn sehr lang? Ich kenne die Zeit nicht genau. Je länger, desto besser. Weil ich sage, in dieser Konstellation fühle ich mich extrem wohl, weil wir die Expertise haben. Rino ist absoluter Fußballfachmann, passt sehr gut in das Team, möchte genau dasselbe tun. Es ist seine erste große Station als Cheftrainer. Und Sven habe ich gerade beschrieben. Und da kommen noch ein paar andere Menschen dazu.
bei denen ich denke, dass wir in dem Team was erreichen können. Wir müssen nur auch wissen, wir sind beim VfB Stuttgart. Und der VfB Stuttgart ist ein Club, der sehr ambitioniert ist, bei dem es auch immer wieder unruhig ist. Das, was wir heute in Mainz sehen, das ist eher die Regel in Stuttgart. Und ich möchte das durchbrechen. Ich möchte eine gewisse Ruhe erzeugen, aber die werden wir nicht morgen haben. Wir müssen Dinge aushalten, wir müssen Gegenwind aushalten. Aber wenn wir einen klaren Plan haben und wir drei, wenn ich immer nur uns nennen, wir wissen, wo wir hinwollen und werden auch mal Stress aushalten. Es gibt was anderes, das wird sehr schnell passieren, nächste Woche nämlich schon. Sie bekommen das Bundesverdienstkreuz. Wie erfährt man davon? Kriegt man da einen Anruf aus Schloss Bellevue? Ich habe einen Brief bekommen. Ein Brief? Ich habe einen Brief bekommen, genau dort wurde mitgeteilt, dass Frank-Walter Steinmeier mir das Bundesverdienstkreuz überreichen möchte und ich musste nur ankreuzen, dass ich das auch möchte. Man kann auch ablehnen. Und dann zurückfaxen? Und dann habe ich es zurückgeschickt, auch zur Sicherheit eine E-Mail nochmal und habe mich rückversichert, dass auch alles angekommen ist und das passte so. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte. Sie bekommen das für Ihr großes Engagement, unter anderem gegen Homophobie. Seit Ihrem Coming-out 2014, das ist jetzt 6 Jahre her. Wie oft begegnet Ihnen das Thema Homophobie noch in Ihrem persönlichen Leben auch? Homophobie nicht direkt. Also ich bin Gott sei Dank verschont geblieben von Anfeindungen. Aber das Thema Homophobie in der Gesellschaft oder auch im Profisport ist immer wieder präsent. Daher ist es für mich ganz, ganz normal, damit umzugehen. Ich bin auch froh, dass ich darüber sprechen kann. Ich mache es auch gerne. Ich tue es nur nicht alltäglich. Aber mich schreiben Leute an, mich sprechen Menschen an. Und jedes Mal, wenn ich eine Chance habe zu helfen, tue ich das sehr, sehr gerne. Hat sich denn die Situation für die betroffenen SpielerInnen verbessert? Denn das war ja Ihr Ziel damit. Ja, das Ziel war schon, eine Diskussion voranzubringen, eben auch jetzt zu enttabuisieren. Meine Meinung ist, dass es im Profifußball sich gebessert hat, überall wo ich bin. Allein die Tatsache, dass ich hier heute sitze als Vorstandsvorsitzender von so einem großen Verein wie dem VfB Stuttgart, ist eine deutliche Verbesserung. Vor 6 Jahren hätte ich das nie denken können und hätte ich jemand gefragt, wäre die Antwort immer Nein gewesen. Es ist nicht möglich. So. Und dann ist auch immer der Wunsch geäußert worden, das Beste wäre, man spricht eigentlich gar nicht mehr darüber. Und das passiert ja teilweise bei mir. Ich gehe in die Arbeit und die Kollegen reden mich nicht permanent darauf an. Aber es gibt Momente, da muss man darüber sprechen. Es gibt noch keinen aktiven Profi, der sich geoutet hat, weil viele vergleichen eine Verbesserung genau damit. Hm. Und ich denke, es gibt auch was dazwischen. Es gibt Verbesserung, ohne dass sich gleich ein Spieler oder mehrere outen müssen. Das muss man dabei bedenken. Persönlich, mein Leben hat sich noch mal verbessert in den letzten 6 Jahren. Dafür bin ich sehr dankbar. Und Ihr Outing kam ja auch erst nach der aktiven Karriere. Es gibt in den USA eine absolute Ikone im Fußball. Die Frau heißt Megan Rapinoe und die hat nach dem WM-Titel im letzten Jahr eine bemerkenswerte Rede gehalten und wir stehen noch mal einen kleinen Ausschnitt. We have pink hair and purple hair. We have tattoos and dreadlocks. We got white girls and black girls and everything in between. Straight girls and gay girls. We have to be better. We have to love more, hate less. We got to listen more and talk less. We got to know that this is everybody's responsibility. Es ging also um Diversität, es ging um die Verantwortung eines jeden Einzelnen, darum, wie jeder Einzelne diese Welt ein Stückchen besser machen kann. Das war beeindruckend. Brauchen wir mehr von diesen Lautsprechern auch bei uns? Es gibt genügend Spieler, die sich äußern, jetzt nicht ausschließlich zu dem Thema. Das ist dann wieder mein Part, weil ich es viel glaubwürdiger verkörpern kann. Aber Fußballspieler, Fußballprofis, die gesellschaftliche Verantwortung, die sie haben, auch wahrnehmen, entdecke ich immer mehr. Und so muss jeder auch für seinen Bereich das tun, was er tun kann. Das Bewusstsein ist gestiegen. Und ich habe gesagt, was wir gerade gesehen haben, oder auch für mich grundsätzlich das Thema Vielfalt liegt mir am Herzen. Ich versuche das auch immer wieder im Verein zu platzieren und zu leben und nicht nur davon zu sprechen. Und das wird die Aufgabe bleiben. Ja, wir leben in Zeiten, in der viele Menschen polarisieren. Und da tut es gut, wenn man solche Stimmen hört. Menschen, die sich gerade auch für Minderheiten einsetzen. Das ist auch mein Anspruch, denen zu helfen, die es schwerer haben im Leben. Und das wird auch nicht aufhören am Donnerstag, wenn ich das Bundesverdienstkreuz kriege. Aber stellen Sie fest, dass gerade so ein wichtiges Thema wie viele andere natürlich auch von Corona gerade ein bisschen überlagert werden? Ja, das ist kein Thema, das nur für eine gewisse Phase in der Öffentlichkeit sein wird. Das ist ein Dauerthema. Minderheiten werden immer Schwierigkeiten haben. Sie werden immer ihre Stimme erheben müssen. Sie werden immer Vorbilder brauchen, die sie unterstützen. Und daher ist Corona insofern schwierig, dass es vielen Menschen halt noch schlechter geht, dass die Grundstimmung nach unten geht. Und das erleben wir alle. Daher tut es manchmal gut, auch positive Geschichten zu hören, von Menschen zu hören, denen es doch besser geht und die anderen helfen. Und darum geht's.
Hier sitzt so ein Vorbild. Thomas Hitzlsperger, schön, dass Sie heute bei uns sind. Danke. Und wir sehen uns gleich noch an der Torwand. Danke.